Hallo zusammen, das ist ja wirklich, das ist wirklich köstlich, was ich früher mich aufgeregt hätte, weil etwas schiefgegangen ist. Heute mache ich es einfach nochmal und zack, zack. Ganz, ganz toll. Ich habe euch letzte Woche versprochen, es gibt diese Woche auch wieder weiter. Immer jeden Tag eine Playlist, die ich euch vorstelle aus meinem YouTube-Kanal. Und heute biete ich euch Aufklärung mit der Paragraphensylvia. Bei mir läuft ja hier einiges anderes, so mit Herz, Hirn und Humor und nicht mehr so wie 1900. Und in den Köpfen sind viele Sachen über Anwälte und über Rechtsstreitigkeiten, die sind einfach komplett verkehrt. Insbesondere auch im Zuge von Trennungen in Familiensachen. Deswegen habe ich vor vielen Jahren mal angefangen, eine Playlist zu machen. Aufklärung mit der Paragraphen Silvia. Die Stimme aus dem Off ist mein Sohn, der ja damals der bereit war, die Stimme zur Verfügung zu stellen. Da sind die Sachen nur angerissen, aber du kriegst ein Gefühl dafür, dass du vielleicht ein falsches Gefühl hast. Und ein paar Jahre später habe ich dann das Buch geschrieben, Richtig gut trennen. Und da habe ich mich auch mit den Fehlern, die in den Köpfen anlässlich der Trennung der Menschen vorhanden sind, auseinandergesetzt. Das gibt es nur als E-Book. Ich verlinke dir das auch hier drunter. Und in Kürze wird es sowohl das als auch das kleine Buch, was ich als letztes rausgebracht habe, das E-Book, gut getrennt ist halb gewonnen. Ich schmeiß meine Titel immer durcheinander. Diese beiden kleinen Bücher wird es in Zukunft bald als richtige Bücher geben. Also so, das sind so kleine Broschüren dann. Ich finde es wichtig, dass man mal an einem Wochenende sich mit einem Thema vertraut machen kann und nicht wochenlang lesen muss und dann doch nicht weiterkommt. Mir geht es ums Umsetzen. So, das nur so nebenbei. Also die Playlists, Aufklärung mit der Paragraphen Silvia, Irrtümer werden aus deinem Kopf rausgeschmissen und neuer Input kommt rein. Und das Büchlein, wie hieß denn das jetzt? Ach, es ist ja auch egal. Also da geht es jedenfalls um die Fehler bei der Trennung, die du machen kannst, die du dann nicht mehr machst. Richtig gut trennen, das gehört, das passt zu der Playlist Aufklärung mit der Paragraphen Silvia. Ich wünsche dir eine gute Woche. Morgen kommt die nächste Playlist. Ich weiß noch nicht, welche ich aussuche. Es bleibt spannend. Macht's gut. Ciao, ciao.